Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kurzparty. Was ihr verpasst habt, war hier ein kleines Gesprächelchen zwischen Shinosaki und Kishinuma. In der es darum ging, dass sie sich zwar normal verhält, aber er sich wirklich Sorgen um sie macht. Gut. In der letzten Folge in der letzten Folge haben wir ja die beiden netten Geisterchen da getroffen, die so zum Motto hochgenommen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir müssen jetzt die Beweise. Also wir müssen jetzt die Zungen und oder ein Geständnis des Mörders finden. Ja. Hi auch. Ich hasse diesen kurzen im Übrigen. Hier folgt er uns nicht mehr, warum auch immer. Ich muss zugestehen, das ist heute meine zweite Aufnahme. Bei der ersten habe ich sehr schlauerweise, blöderweise, zwei Tonspuren angefertigt mit dem Endgame-Sound. Ich bin schlau, ich weiß. Deswegen weiß ich ja auch schon, wo ich lang muss, was ich machen muss. Und das war vorher nicht da. Warum? Das ist eine alt aussehende, Festivalpuppe, die auf dem Boden liegt. Sie scheint ihren Kopf zu vermissen. Wollen wir sie aufheben? Ja, machen wir mal. Die Gedanken beginnen im Echo in deinen Kopf einzudringen. Es scheint von der Puppe zu kommen. Irgendwas oder irgendwer, der sie gefunden hat. Irgendwas oder wer? Fand einen Weg dadurch, durch diese Puppe zu kommunizieren. Ich höre eine Stimme. Gibst du mir meinen Kopf zurück? Wir haben eine Puppe bekommen. So, wir müssen jetzt am besten dem Kurzen ausweichen. Hi. Nein, 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 nein! Scheiße! Was zum... Der Powerstein in Yoshikis Tasche zersprang spontan. Ich dachte, ich habe Miss Yuis Stimme gehört. Hab ich euch gerettet? Sagte sie. Aber das kann ich. Oder? Kann es? Schau kurzer. Der folgt uns noch. Interessant. Wie gesagt, ich weiß leider schon, wie es weitergeht. Und... Im Klassenraum müssen wir nicht. Wir müssen da hoch. Denn schaut mal, da liegt auf einmal der Kopf. Warum auch immer der jetzt erst da liegt. Das ist ein getrennter Kopf von einer alt aussehenden Festivalpuppe. Wollen wir ihn aufheben? Was wäre eine Puppe ohne Kopf? Ein bisschen unvollständig. Darum nehmen wir sie mit. Das ist der gleiche Text wie gerade eben. Bring meinen Körper zurück. Wir haben einen alten Puppenkopf. Als Kopf und Körper vereinigt waren, begann es klarer und deutlicher zu sprechen.
mit einer hochgezerrten Stimme, wie von einem Kind, wiederholte es verschiedene Phrasen in einem kalten, methodischen, fast robotischen Ton. Die Kinder so brutal umzubringen, war nicht das, was ich wollte. Ich wollte nicht, dass sie sterben. Ich war selber erschreckt. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so schrecklich leid. Ich bin eine gute Person. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Gehörte diese Puppe zu dem Mörder? Bist es dich nicht allmählich an? Es ist, als wäre, als würde sie mit uns spielen und nur sagen, nur das sagen, was wir hören wollen. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Wir brauchen dieses Ding nicht. Warte. Denkst du nicht, dass das als Reuegeständnis des Mörders zählen könnte? Wir haben den Reuegeist. Ich werde ihm nie vergeben, egal was er sagt. Ich muss mit euch gleich nochmal woanders hin. Ich mag die Musik. Aber auch nur diese Musik. Die andere Musik finde ich scheiße. Zum Beispiel. Na gut, hier kommt gleich gar keine Musik. Zum Beispiel diese Musik. So, wir müssen jetzt kurz auf den Kurzen warten. Bei Kurzer. Bei Kurzer. Da war ja was. Was? Es leuchtet. Der Fronteingang ist wie aufgemalt. Gut. Das können wir schon. Verdammt, ich wusste, es würde nicht so einfach sein. Warum willst du dich nicht öffnen? Lass uns raus, du wertloses Stück! Gott, du nervst! Hör einfach auf! Selbst wenn es sich öffnen würde, würde ich genau hier bleiben, wo ich gerade bin. Denkst du, ich würde hier einfach Mrs. Yui und die anderen Freunde zurücklassen und wegrennen? Was ist dein Problem? Das habe ich nie gesagt. Verräter! Arschloch! Schwein! Okay, was ist jetzt mit... wie wär's, wenn du jetzt deine Schnauze hältst? Komm, lass uns einfach gehen. Ich wünschte, ich wäre mit Mochi da hier an deiner Stelle. Ich wollte das jetzt nur mal gezeigt haben. Oh, hi Kurzer. Ich muss da lang. Der Kurze hat sich gerade selber gefangen. Läuft. Wie gesagt, ich kann die Folge gerade nicht ernst nehmen. Sorry. Ich mag die Musik.
Lasst uns Walzer tanzen. Oder irgendwas anderes zu dieser Musik. Bevor wir hier rein müssen. Die Musik, die Geister, Satsumoto, Satsumoto! Öffne deine Augen, bitte! Habt ihr gestern nicht schon genug gemacht? Ich weiß nicht, du. Alles, was passiert ist. Und ja, ich verstehe, dass das sehr schrecklich für euch war. Aber euer Verfluchen und euer Umbringen von unschuldigen Leuten, die nichts damit zu tun haben. Was zur Hölle wollt ihr damit erreichen? Stopp! Du machst sie sauer und dann werden sie uns ausschalten. Kommt schon, ihr beiden. Ich habe etwas, das ihr euch anhören müsst. Okay? Einfach mal zuhören. Mayumi hält die Puppe hoch. So, das war's? Da habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Oder wurde jetzt die Puppe nur nicht nochmal abgespielt? Egal. Jetzt könnt ihr friedlich ruhen, okay? Ihr müsst nicht weiter herumgeistern. Die schrecklichen Dinge, die euch in der Vergangenheit passiert sind. All eure Geliebten. Ach, Eltern, warten auf euch. Geht nun zu ihnen. Das rote Flackern gefällt mir nicht. Bitte? Ich weiß, dass ihr es tun könnt. Lasst bitte von dem Mädchen ab. Lasst ab von Satsumoto. Das rote Flackern gefällt mir nicht. Warum gefällt mir das nicht? Nein! Halt! Oh oh. Tschüss! Oh, weniger schnell bitte. Autsch! Das klingt immer wieder scheiße. Ayumi hat die antike Puppe in Panik und Frustration auf den Boden geworfen. Lucy, nein. Ich will da nicht hingucken. Immer noch nicht. Was zur Hölle? Das ist nicht. Das kann nicht so zu. Nozaki, schau's dir nicht an. Komm, lass uns hier weggehen. Ich halt's nicht mehr aus. Tschüss. Ich will dir hinterherlaufen. Ich verliere es wirklich. Hi. Wer bist du? Ja, Shino. Autsch. Schleif. Wer zum Fick war das denn? Das kenne ich jetzt nur aus einem Anime.
aus einer Szene. Mrs. Yui? Was? Tanaka karuku natteru. Das Regal fühlt sich an, als wenn es leichter wird. Au! Sensei, honki de seito no koto o shinpai shiteru no kai? So, du bist also wirklich besorgt um die Sicherheit deiner Schüler, oder? Natürlich bin ich das. Takaga tanin no kyoushi daro? Oya demo nai kuse ni. Ah, du bist nur ihr Einweiser, oder? Du hast kein familiäres Band zu irgendwem. Du bist nicht ihre Mutter. Aber sie sind meine Kinder. Ich denke mal, dass ich für jeden Einzelnen von uns in der Kisaragi Akademie spreche. Wenn ich sage, dass wir unsere Kinder lieben. Wir kümmern uns um sie, genauso wie es ihre Eltern tun. Unterschätze niemals einen Lehrer. Jetzt antworte mir. Du, dein böses Etwas vorhin, machte Andeutung, dass mehr meiner Schüler hier als nur die zwei, mit denen ich hier bin und die eine, die ich gehört habe. Ist es wahr? Sind die wurden die anderen auch hierher gebracht? Es sind zahlreiche verschiedene Seelen hier in diese geschlossenen Räume gekommen zur gleichen Zeit. Ich versichere dir, ich zähle es kurz für dich. Ich spüre die Ankunft von 9 Leuten. Achso, nee, Quatsch. Wenn ich dich einzähle. Mein rechter Arm ist definitiv gebrochen. Und all dieses Blut. All die Einschnitte von dem Regal müssen eine Nummer auf meinem Rücken hinterlassen haben. Ich frage mich, wie lange ich bewusstlos war. Shinosaki und Kishinuma müssen sich Sorgen machen. Ich muss zurück ins Klassenzimmer. Der Geist, der mich hier gefangen hielt, mag uns nun. Achso, nee. Ist genauso wie wir gefangen von mit untragbaren Gefühlen von Wut und Hass. Ein Opfer wird nach dem nächsten rangezogen. Es sind nicht einfach nur Leute, die hier gefangen wurden. Es ist aber ihre Trauer und ihre Folter sind genauso schlimm. Es gibt keinen Ausweg. Wir müssen einfach nur hier drin bleiben. Hier sollten hier nicht sein. Ich muss sie alle nach Hause bringen. Bitte, alle, bleibt sicher. Fortsetzung in Kapitel 3. Ja, das war die kleine Folge. Ich muss sagen, ich bin teilweise verwirrt gewesen beim ersten Mal spielen. Teilweise hatte ich dann aber auch so einen kleinen Moment. Moment. Weil, das ist so ein kleines Paradoxon. In Kapitel 2 sehen wir die Umrisse von Saikos Leiche. Was bedeutet, dass Kapitel 2 logischerweise nach Kapitel 1 spielt.
Aber wir haben jetzt gesehen, wie Sotsumoto an der Wand zerschmettert wird. Und diese Gedärme an genau dieser Stelle haben wir in Kapitel 1 schon mal gesehen. Also, welches Kapitel spielt nun vor oder nach oder während welchem? Helft mir auf die Sprünge, bitte, schreibt's in die Kommis. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag.